kommen wir zu meiner offenen, ehrlichen Meinung zu diesem COD. Und das Ganze bitte unter dem Gesichtspunkt bedenken, dass wir bisher erst 3 Tage haben. Das nächste Wochenende wird noch kommen. Es werden noch Änderungen kommen. Aber der Kern des Spiels in den 6 Wochen ist Release, ist definitiv da und es wird sich massiv nichts mehr ändern. Ich will euch ganz ehrlich sagen, aktuell, nach jetzigem Stand, ist es das schlechteste COD, was ich in den letzten 5 Jahren gespielt habe. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Jetzt werdet ihr euch bestimmt wundern, ja, es ist lange her und ich habe mir tatsächlich aktiv eine Auszeit genommen. Das hat verschiedene Gründe und das hat auch, glaube ich, ganz gute Gründe. Was ihr hier gerade gesehen habt, ist mein Statement zu Modern Warfare, und zwar am ersten Beta-Wochenende gewesen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe es jetzt die letzten 2 Tage, weil viele von uns ja sowieso so ein bisschen in Eigenquarantäne sind und nicht unbedingt raus können. Ich habe es mir nochmal zugute geführt und habe es nochmal 1-2 Tage ein bisschen gespielt und dachte mir, als guter Einstieg in die Videos ist es vielleicht mal gut, jetzt so 4 Monate nach Release nochmal ein Fazit zu ziehen, ob ich mich damals vielleicht komplett geirrt habe, ob ich recht hatte, ob sich ein bisschen was gewandelt hat und. Dazu seht ihr heute einfach ein bisschen MW und ein bisschen Black Ops 4, denn auch Black Ops 4 habe ich jetzt mal wieder ein bisschen angezockt, schon allein um den Vergleich zu haben. Denn bei Black Ops 4 habe ich damals gesagt, dass es wirklich kein gutes Spiel ist. Ich konnte es trotzdem, muss man ganz ehrlich sagen, sehr, sehr lange spielen. Diese beiden Spiele zu vergleichen macht für mich einfach am meisten Sinn, weil sie beiden Spiele sind, die von 2 verschiedenen Herstellern oder Entwicklern direkt nacheinander released worden sind. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn ich mir so diesen ersten Clip von mir nochmal angucke und das Video zur Modern Warfare Beta damals, und ich hatte da ja eine sehr, sehr aggressive Meinung, und ich habe auch gleich am ersten Beta-Wochenende gesagt, das ist für mich das schlechteste Modern Warfare oder der schlechteste Multiplayer, den ich seit Jahren gezockt habe. Da habe ich sehr, sehr viel Kritik für einstecken dürfen, weil es wurde gesagt, ich habe mich da viel zu viel davon leiten lassen, dass ich vielleicht nicht so erfolgreich spielen kann wie in anderen CODs oder dass ich mich einfach viel mehr daran gewöhnen muss oder dass ich adapten muss. Das höre ich auch schon seit Monaten zu vielen Leuten. Und wenn ich mir angucke, dass wirklich absolute Pubstumper, die sehr, sehr erfolgreich sind, wie Mark of Jay zum Beispiel, dieses Spiel im Prinzip in der Beta angefasst haben und dann gesagt haben, ich kann das nicht mehr spielen, ich will das nicht mehr spielen. Und ich habe es mir jetzt die letzten 2 Tage nochmal zum Gemüte geführt. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, meine Meinung zu Modern Warfare hat sich kein Stück geändert. Wirklich überhaupt keins. Das Game ist jetzt über 4 Monate draußen oder fast genau 4 Monate. Und ich finde es wirklich, und es ist meine wirklich ehrliche Meinung, immer noch genauso schlecht wie am ersten Tag. Es gibt so viele Dinge, die überhaupt gar keinen Sinn machen im Multiplayer. Das ist das Waffenbalancing, das ist das Soundsystem, das ist das Radar, was einfach völlig unnötig meiner Meinung nach irgendwie geändert wurde. Man braucht eine Drohne, um Schüsse von Gegnern zu sehen. Das Skill-Based Matchmaking, da war wirklich der größte Irrtum, den ich hatte. Ich war der felsenfesten Überzeugung, auch in der Beta, dass Skill-Based Matchmaking in Modern Warfare nicht vorhanden ist. Und ich wurde eines Besseren belehrt. Und dazu stehe ich auch. Das Skill-Based Matchmaking, wie es hier in Modern Warfare ist, ist absolut, absolut schrecklich und richtig, richtig schlecht. Es sorgt dafür, dass die meisten Runden alle im Scoreboard von Platz 1 bis Platz 6 bei ungefähr Statistiken von 10 zu 10 zu 5 zu 10 zu 20 zu 15 stehen. Es sorgt einfach dafür, dass jede Runde sich gleich anfühlt. Man hat wenig Ausreißer nach oben, viele Ausreißer nach unten. Wenn man einen Ausreißer nach oben hat, bekommt man in der nächsten Lobby dafür, weil die Lobbys sich jedes Mal aufgrund des Skill-Based Matchmaking neu setzen, direkt in die Schnauze. Das ist kein Multiplayer, der mir Spaß macht, und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich irgendwie mich daran gewöhnen muss. Ich habe es lange genug probiert, ehrlich gesagt. Die gesamten Beta-Wochenenden habe ich es probiert. Ich habe es jetzt nochmal 2 Tage sehr viel probiert. Modern Warfare ist tatsächlich ein Spiel, was mir absolut nicht zusagt. Und wenn es hier Leute gibt, die Bock drauf haben und denen das Spaß macht, denen gönne ich das von Herzen. Nicht jedes COD ist für jeden, aber ich persönlich bleibe tatsächlich bei meiner Meinung, das Spiel ist einfach schlecht. Gerade im Kontrast dazu, dass ich einfach jetzt die letzten 2 Tage Black Ops 4 gespielt habe. Und ihr seht hier im Hintergrund, ich habe 7 oder 8 Runden Black Ops 4 gespielt und habe in, glaube ich, einer Runde Black Ops 4 so viel Kills gemacht und so viel Spaß gehabt wie in 6 oder 7 Runden Modern Warfare zusammen. Das macht einen Riesenunterschied. Es sind wirklich so viele Sachen, die hier einfach nicht passen und die auch seit Release von der MW-Beta einfach nicht geändert worden sind, dass es mich insgesamt eigentlich sehr, sehr traurig macht, weil
Das Potenzial in dem Spiel, aber das sage ich auch schon seit Jahren bei CODs, war da. Von dem Potenzial kann man sich aber leider nichts kaufen. Das ist leider so, nur weil das Potenzial da ist, heißt es nicht, dass Spieleentwickler es besser machen. Was ich aber einfach nicht verstehen kann, es gibt ja Spieletester und Spieleentwickler sind ja nun keine Noobs. Die machen das seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten und teilweise auch sehr, sehr erfolgreich. Warum dann immer wieder so eine Grütze dabei rauskommt? Ich verstehe es nicht, aber soll so sein. Dazu kommt jetzt aber, dass Modern Warfare natürlich den neuen Warzone-Modus hat. Der neue Battle Royale, den ich jetzt auch seit einer Woche so immer mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger spiele. Und auch wenn es da Dinge gibt, die mich jetzt stören und wo ich kein Fan von bin, muss ich ehrlich sagen, dass der Warzone-Modus mir persönlich sehr gut gefällt. Der macht Spaß. Das ist das erste Mal seit einer Ewigkeit, im Prinzip seit der Mitte von Black Ops 4, dass ich da sitze und Lust habe, die nächste Runde zu spielen und dann nur darauf warte, wieder die nächste Runde spielen zu können. Und dieses Gefühl, dass man sagt, oh, ich möchte noch eine Runde spielen, ich will noch eine Runde spielen, das gab es wirklich lange nicht und das ist bei Warzone auf jeden Fall. Das Einzige, was wirklich sehr, sehr bei diesem Spiel insgesamt stört, ist, dass dieses Spiel mit allem dazu, mit dem Soundsystem, mit den Fußschritten, das Soundsystem ist nicht so gut eigentlich, dafür sorgt, dass Leute sich wenig bewegen. Dementsprechend gerade in diesem Einzelmodus von Warzone, die haben wir jetzt ein paar Mal gespielt, es ist heftig, wie die Leute im Prinzip einfach stehen bleiben oder irgendwo in der Ecke sitzen oder sich hinter einer Wand verschimmeln oder. Das wird es aber immer geben, das ist die Player-Community, ein Großteil davon, das heißt natürlich nicht, dass jeder so spielt, aber wirklich sehr, sehr viele. Das Spiel tut seinen Beitrag dazu, aber insgesamt macht mir der Warzone-Modus definitiv Spaß und was erschütternd ist, ich habe das Gefühl, dass in den Warzone-Modus wirklich entweder mehr Zeit investiert wurde als in den Multiplayer oder dass man die Leute, die wirklich ihr Handwerk verstehen, im Warzone-Modus sich haben austoben lassen und der Multiplayer im Prinzip nebenbei in den 3 Jahren mitentwickelt wurde. Das aber genug zur MW, ihr wisst meine Meinung, die wird sich auch nicht mehr ändern bis zum neuen COD, das tut mir leid, wenn irgendjemand hier gewünscht hatte, er würde öfter mal MW-Videos sehen. Ich habe 3 Monate Pause gemacht, ihr wisst, ich bin Vater geworden, ich habe immer gesagt, ich werde YouTube in dem Maße aktiv nur machen, solange es mir Spaß macht, auch wenn es immer wieder Leute gegeben hat, die mir gesagt haben, dass ich das fürs Geld mache, bei 11.000 Abonnenten, also gut. Und ich habe euch gesagt, wenn mir MW nicht gefällt, werde ich es nicht hochladen. Und ich habe genau das getan. Ich hatte kein Interesse daran. Ich hatte kein Interesse, so zu tun, als wäre es ein cooles Spiel oder irgendwie 3 Videos pro Woche zu machen, in denen ich so tue, als wenn das cool wäre. Und ich habe mal so ein bisschen drüber geguckt zu den ganz großen YouTubern hier in Deutschland. Da kann man definitiv Haptik zu nehmen, was der aus dem Thema MW gemacht hat. Und wenn man sich anguckt, wie viele Videos oder wie wenig Videos er darüber gemacht hat und was die behandelt haben, hat man relativ schnell gesehen, dass die Meinung von mir, dass dieses Spiel weder Spaß macht noch gut ist, nicht nur meine Meinung war. Und das ist immer so eine Orientierungshilfe, weil man denkt sich ja irgendwann, okay, vielleicht ist es einfach nur nicht mein COD, vielleicht liegt es daran, dass ich hier nicht so zerstören kann, vielleicht habe ich hier einfach weniger Spaß, bei 15 Millionen Spielern oder 10 Millionen wird es immer welche geben, die eins besser finden, eins schlechter finden. Ich habe es probiert und ich habe es mir bei anderen angeguckt, Mark of J, Haptic, das sind so Leute, bei denen ich gerne mal hingucke, schau, was die machen, schau, wie deren Meinung ist, weil die von meiner oftmals nicht so weit auseinander geht. Und tatsächlich ist es einfach bei vielen so, Modern Warfare bei denen ist definitiv raus. Und jetzt habe ich mir nochmal Black Ops 4 die Tage zumute geführt und habe geguckt, wie ist es, habe ich da noch Spaß dran, ist das noch ein cooles COD? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, also auch 1,5 Jahre nach Release von Black Ops 4 habe ich da wirklich noch massig Spaß oder wieder massig Spaß. Ich habe es ja relativ lange bis fast zum Ende wirklich durchgängig gezockt. Mit all den Problemen, die Black Ops 4 hatte, ob das einfach die Spezialisten waren, ob das das Loot-System war, alles was dazugehört. Und trotzdem muss ich euch sagen, trotz diesen Dingen, die wirklich sehr störend waren, weil es viel Pay-to-Win war, hat es immer Spaß gemacht und macht es jetzt definitiv immer noch. Das heißt, ich werde die nächsten Tage und Wochen wieder aktiver Videos auf jeden Fall hochladen. Es wird vielleicht mal in einem W-Video zwischen sein. Ich versuche immer irgendwie was Interessantes dabei zu erspielen und dabei auch irgendwie entspannt reden zu können. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich kann es nicht. Also die Wut in mir, während ich
Modern Warfare spiele, die steigt immer auf und ich merke nach einer halben Stunde aufnehmen, das funktioniert hier nicht. Und ich könnte jetzt 4 Stunden aufnehmen und dann irgendwie eine Runde zusammencutten, in dem auch die Message rüberkommt, die ich sagen möchte. Aber das macht mich, glaube ich, nicht glücklich und macht euch nicht glücklich. Deshalb werde ich so ein bisschen mischen. Ich werde gucken, was ich mache. Vielleicht werde ich auch ein bisschen Warzone hochladen, das weiß ich nicht. Je nachdem, worauf ich Lust habe. Aber ich bin auf jeden Fall erstmal wieder da. Ich werde mir mal angucken, was jetzt hier demnächst für das neue COD kommt, denn da sollte man auch bedenken. Das neue COD steht in Anführungsstrichen vor der Tür. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Wochen die ersten Teaser vielleicht, nicht Trailer, aber Teaser bekommen. Wir wissen immer noch nicht genau, ob es jetzt Black Ops 5 heißen wird oder einfach nur Black Ops, Black Ops Remastered. Es gab jetzt wieder Infos dazu, dass das Modern Warfare 2 remastert, aber nur der Multiplayer, Leute, nur die Kampagne, sorry, nicht der Multiplayer, dass das auch demnächst kommen könnte. Es kommt auf jeden Fall einiges, Warzone ist ja auch gerade erst rausgekommen, dazu wird es auch noch einiges geben, was irgendwie vielleicht eine neue Season mit reinkommt, nochmal neue Updates oder sonst was, also es wird genug kommen, was man irgendwie behandeln kann, was ich aber definitiv nach 4 Monaten sagen kann, der Modern Warfare Multiplayer hat sich für mich nicht verbessert. Mich würde interessieren, ob ihr der gleichen Meinung seid, ob ihr der Meinung seid, dass der Modern Warfare Multiplayer einfach richtig Spaß macht. Ihr könnt auch gerne eure Meinung zu Warzone dazugeben, wenn ihr möchtet. Schreibt das mal in die Kommentare und lasst gerne ein Like da. Ich hoffe, es freut den einen oder anderen, dass ich wieder da bin. Ich bin raus. Haut rein.